Nun, Kinder, heute ist Testtag. Ihr habt 20 Minuten Zeit, um fertig zu werden. Zellanatomie? Jake, verrätst du mir die Antworten? Na toll. Ich werde einfach auf meinem Handy nachschauen. Niemand wird das bemerken. Ja. Was war das? Oh, ich bin nicht diskret genug. Ich denke nur sehr intensiv nach, Herr Lehrer. Nur ein paar kurze Blicke und ich bin fertig. Nee. Oh, lass dir was einfallen. Irgendwas. Sorry, mir ist nur ein Stift runtergefallen. Okay, gut. Puh, Mann, das war knapp. Oh, mein Telefon. Ich brauch's wirklich. Ich leg einfach die Kabel in die Hülle. So hängt es einfach rum. Ich kann bequem nachschauen. Ja, rein mit dir. Dann steck das Handy wieder in die Hülle. Kate! Schaust du auf dein Handy? Du weißt, dass das nicht erlaubt ist. Oh, ich muss vorsichtiger sein. Hallo, liebe Antworten. Oh, was würde ich nur ohne dich tun? Oh, die Party gestern Abend war so geil. Oh, nee, eine Prüfung. Oh, wie schnell können wir bloß Spickzettel schreiben? Was macht ihr denn da? Ah, ihr habt wohl den Prüfungstag vergessen. Hm? Viel Glück. Oh, das muss reichen. Schicksal, was liegt in deinen Händen? Oh Mist, der Typ sieht echt streng aus. Oh, das ist echt schwer. Ah, ja, ich hab's gefunden. Oh, warum habe ich das bloß so klein geschrieben? Oh nee, hat der Lehrer das gesehen? Oh, das war knapp. Ja, das wird nicht lustig, oder? Versteck deine Notizen, er kommt rüber. Mann, ich war in meinem Leben noch nie so gestresst. Willst du mir was geben? Oh Mann, das ist so schlimm. Oh ja, die habe ich auch noch. Sei bitte gnädig mit mir, Herr Lehrer. Nur ein hübsches Mädchen, das sein Bestes tut. Thomas. Gut, nimm sie alle. Ich bin enttäuscht von euch beiden. Das tat weh. Ihr könnt froh sein, wenn ihr den Kurs besteht. Aber warum versucht ihr nicht, erstmal zu raten? Schaut nicht mehr her, oder? Ich muss den nur noch ein bisschen näher an meinen Kopf halten. Und jede süße Antwort kommt in mein Ohr. Oder besser gesagt, Bettys sanfte Stimme. Naja, wenigstens eine besteht diese Prüfung. Mann, lernen ist langweilig. Zeit für eine kleine Spielpause. Her damit! Lern was! Aber Mama kann mir den Laptop nicht wegnehmen. Den brauche ich ja zum Lernen. Mama! Aber egal, wie clever du zu sein scheinst, Mama erwischt dich einfach immer. Och, jetzt bleibt mir nur noch mein Smartphone. Wie kann ich das vor ihr verstecken? Vielleicht kann ich was aus meinen Stiften basteln. Leg dein Handy auf den Tisch. Nimm eine Klebepistole und erstelle eine Zickzacklinie auf der Hülle. Leg dann Buntstifte auf den Kleber und verwende all deine Lieblingsfarben. Perfekt! Oh, schnell, Mama kommt! Dreh's um! Bist du am Lernen, junge Dame? Hm? Sehr gut. Weiter so. Ach, Mama hat keine Ahnung, dass ich mit meiner Freundin über die Party schreibe.
ist denn da drüben los? Oh, wie sehe ich denn aus? Naja, hallo. Nicht so schnell. Gibt es irgendwas, das du mir sagen möchtest? Aha, da ist es. Es sind keine Handys erlaubt, weißt du noch? Na schön. Dankeschön. Und jetzt zu deinen Haaren. Wie unverschämt. Es sei denn... Natürlich. Ich bin gleich zurück. Du willst dein Handy verstecken? Nimm Knete und drück sie an die Seite der Bürste. Und das jetzt immer so weiter an der Kante entlang. So versteckst du den Rand deines Handys. Jetzt sieht das aus wie der Rücken der Bürste. Der Griff ist auch richtig cool. Ich bin hübsch und ein Genie. Viel besser, oder? Darf ich mal? Oh, dieser Spiegel ist so lebensecht. Wie konnte ich das nicht bemerken? Hier, die kannst du behalten. Okay, und jetzt rein mit dir. Falltreffer! Ich liebe die Schule. Oh, die macht so viel Krach. Oh, ich steuere auf einen Highscore zu. Hey, ich versuche hier zu arbeiten. Das war's. Oh, ekelhaft. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Och, Frau Lehrerin! Die spielt im Unterricht am Telefon. Ava, du kennst die Regeln. Leg dein Handy weg. Na gut. Das wird dir eine Lehre sein? Oh Mann, ist die übel. Was, wenn ich mal nur kurz schaue? Nur ein ganz schneller Check. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich brauche eine Kopie von meinem Gesicht. Oh, ich bin so hinterhältig. Okay, hab das Bild und mein Handy. Ich schneide einfach einen Teil passend zum Telefon aus. Das passt perfekt. Jetzt brauche ich ein bisschen Kleber. Ich trage einfach den Kleber auf die Rückseite meiner Telefonhülle auf. Perfekt. Nächster Schritt, das Bild aufkleben. Oh, das wird super. Zeit, das Ganze auszuprobieren. Ich werde einfach mein Handy hier hinhalten. Ah, Biologie ist so ein tolles Fach. Ja, ich kann's nicht glauben. Die ist schon wieder am Telefon. Frau Lehrerin, Frau Lehrerin. Die macht's schon wieder. Tut sie das? Ja, sie starrt gerade drauf. Ich sehe nichts. Du solltest mal aufhören, den Unterricht zu stören. Ich stören? Na, das ist nicht fair. Ja, das hat funktioniert. Ich habe gewonnen. Okay, hergeben. Ihr wisst, dass Handys im Unterricht nicht erlaubt sind. Ach, diese Keine-Handy-Regel ist so nervig. Auweia. Ich hoffe, der Bildschirm ist nicht kaputt. Oh nein, der Bildschirm ist komplett zersplittert. Tut mir leid, aber Sie werden wahrscheinlich ein neues kaufen müssen. Sieht aus, als würde ich im Unterricht auf meinem kaputten Bildschirm texten. Wenn ihr einen gebrochenen Bildschirm vortäuschen wollt, einfach diesen kleinen Kerl auf euer Telefon kleben. Sieht ziemlich echt aus, oder? Mission erfüllt. Was? Wie hast du das an Herrn Schmidt vorbeibekommen? Wow, den Skater hat's voll umgehauen. Ups, tut mir leid, Frau Lehrerin. Ich leg's weg. Sieht so aus, als müsstest du den Rest des Videos für nach der Schule aufheben. Es sei denn... Ich hab die Idee, Amy. Macht's dir was aus, wenn wir den alten Handytrick machen, den wir geübt haben? Das nächste Mal, wenn du ein Video im Unterricht schauen musst, versuche etwas Hilfe von der Person vor dir zu kriegen. Steck einfach die Handyhülle unter das Oberteil deiner Freundin. Genau so. Steck das Handy in die Hülle mit dem Oberteil dazwischen. Pass nur auf, dass es fest drin steckt. Hey, was war das denn? Oh, ich jetzt, Kevin? Vergiss nicht, dass deine Freundin noch an dem Teil dranhängt. Und mach am besten die Lautstärke aus, sonst verrätst du dich direkt. Kevin, was machst du denn da hinten? Ich schaue am besten mal nach, was da los ist.
Schnell versteckt das Beweismaterial. Ah, hallo, Frau Müller. Was führt Sie denn auf diese Seite des Klassenzimmers? Das hätte echt schlimm enden können.